Bei deinen Kurzbesuchen in dem Haus hätte ich das glatt vergessen. Also, Mama! Kommst du gerade von der Disco oder willst du noch hin? Ich fürchte bloß, dazu ist schon reichlich spät. Ich hab Urlaub. Ich bin früh ins Bett gegangen, früh aufgestanden und wollte mit meinen Eltern frühstücken und den schönen Sommertag genießen. Ja, freilich. Jetzt, wo wir nach über 20 Jahren unsere Erziehung für gescheitert erklärt haben und aufgegeben haben, wandelst du plötzlich auf dem Pfad der Tugend. Ich war schon immer ein anständiges, braves Mädel. Ihr habt es noch nie bemerkt. Ach, so ist es. Frühstückt der Herr Vogel nicht mit uns? Keine Angst. Du hast ihn nicht umsonst so hübsch gemacht. Also, Mama, du sprichst halt wirklich in Rätseln. Also, wenn du freiwillig so früh aufstehst und dich so zusammenbringst, das kann doch nur einen Grund haben. Okay. Und welchen? Komm jetzt hör auf. Du kannst vielleicht deinen Vater hinters Licht führen, aber mich nicht. Aber der Bernd ist doch wirklich ein besonders netter Kerl. Höflich, gebildet. Ja, und ganz in seine Arbeit vertieft. Genau. Mir wundert's ja nur, dass du den magst. Ja, bei den Typen, die du sonst immer so anschleppst. Ach. Beim Bernd ist das ganz anders. Ja, ja. Das habe ich bei deinem Vater auch gedacht. Stell dir vor, der duzt mich nicht einmal, obwohl wir fast gleich alt sind. Du denk fein dran, dass der nur dazu da ist, dass er seine Studienarbeit über die Fledermäuse in unserem alten Bunker schreibt, gell? Aber er konnte sich doch wenigstens eine Stunde am Tag was anderes anschauen. Verkleidst du heute mal als Fledermaus? Ja. Vielleicht fangt er die dann ein und untersucht die genauer. Mama! Ja, wenn du was von ihr willst, dann musst du ein bisschen forscher rangehen. Also jetzt glaub ich's aber. Du tust ja gerade so, als müsste ich mich an ihn ranschmeißen. Okay. Was anders ist eigentlich, der Papa schon in die Arbeit gegangen? Dein Papa hat 2 Tage Urlaub. Oh Gott. Dann spurt er sie bestimmt wieder als Bürgermeister auf. Aha, da kannst du Gift drauf nehmen. Guten Morgen! Morgen! Morgen. Was ist los? Wie heißt das? Guten Morgen, Herr Bürgermeister! Jawohl, so gefällt mir das schon besser. Wie schaust denn du aus? Ich repräsentiere heute unsere Gemeinde. Ja, und deine Tochter repräsentiert heute den Sommer. Ganz genau. Ja, ja. Wenn's nur Frauen zusammenhalten kannst, dann sind sie euch einig, gell? Dass du überhaupt schon auf bist, du hast doch Urlaub. Ich will heute im Kreise meiner Familie frühstücken. Ja, das kannst vielleicht deiner Mutter verzeihen, aber nicht mir. Ah, triffst du heute in der Früh schon mit deinem Spezi? Na, tu ich nicht. Ja. Du sollst mal ein Beispiel an unserem Studenten nehmen. Okay. Ja, der ist höflich, gebildet, in seine Arbeit vertieft. Der kann die Flausen im Kopf. So einen stell ich mir meinen Schwiegersohn vor. Ui, kann ich das schriftlich haben? Selbstverständlich, ich stehe zu meinem Wort. Gut, dann werde ich mir in Zukunft deine Worte auch zu Herzen nehmen. Guten Morgen, meine Damen. Morgen, Herr Vogel. Entschuldigung. Was ist, junger Mann? Haben Sie nicht gut geschlafen? Ach, doch, doch. Nur leider sehr kurz. Hm? Sie gestatten? Ja, bitteschön. Dankeschön. Ich war bis 4 Uhr früh beim alten Bunker und hab auf die Rückkehr der Fledermäuse gewartet. Ach, mein Gott, wie armer. So ganz allein und das fast die ganze Nacht.
Ja, da müssen Sie ja vollkommen ausgehungert sein. Naja, also ganz alleine war ich ja nicht. Und Ihre Nachbarin, die Frau Anna Wittig, war so freundlich, gegen Mitternacht mit etwas Nudelsalat vorbeizukommen. Ja, dann haben Sie ja bestimmt keinen Hunger mehr. Man möchte es nicht glauben, aber die abgestandene Jungfrau ist noch schneller wie du. Seid's aber nicht so geschert mit unserer Nachbarin. Du hättest dir heute Nacht ja auch was zum Essen bringen können, oder? Bitte. Also, das soll jetzt einer verstehen. Wenn ihr mich mit Michael zum Abendessen trifft, dann kriegst du gleich eine Krise. Das haben Väter bei Typen mit langen Hosen an sich. Sollen wir vielleicht einen Platten suchen, nur noch was Hochgeschlossenes anziehen und mir zum nächsten Mal deine Moralvorstellungen anhören, die du mit Sicherheit selber nie befolgt hast? Oh, von wegen. Ich habe mich gegenüber deiner Mutter immer hochanständig benommen. Aha. Was ist denn noch, Schatzi? Also, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Aber ich soll einen Vogel mitten in der Nacht in einem alten Bunker besuchen. Das ist doch ganz was anderes. Der Vogel ist ein seriöser Mann, habe ich recht? Wie? Ich verstehe nicht ganz. Oh. Ich glaube, du hast noch ein schweres Stück Arbeit vor dir. Und was hat unsere Nachbarin zu euch gesagt? Ach, sie ist sehr interessiert an meinen Forschungen über die Fledermäuse. Okay, so unerschrocken ist die. Nein, das stimmt nicht ganz. Als die Frau Wittig zufällig eine Maus entdeckte, da ist sie vor lauter Schreck auf meinen Schoß gesprungen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Bernd, sagen Sie mal, hätten Sie keine Lust, einmal mit mir ins Schwimmbad zu gehen? Ach, bedauere, Kathi, aber jetzt muss ich mich erst einmal so richtig ausschlafen. Und dann muss ich meine nächtlichen Forschungsergebnisse zu Papier bringen. Fragt sich bloß, was er nach Mitternacht erforscht hat. Ich bin ja schließlich nicht zu meinem Vergnügen hier. Bravo, junger Mann, das lobe ich mir. Das ist ein Mann mit Prinzipien. An so einen sollst du mir halten. Sehr witzig. Vielleicht versuche ich es ja gerade. Also komm jetzt, hör mir auf, ja? Ja, heute gibt's noch einiges zu tun, gell? Du meinst wohl, für uns gibt's noch einiges zu tun, während du im Bürgermeister spielst. Ich spiel den Bürgermeister. Natürlich. Ich spiel den Bürgermeister. Dann nehmen wir extra 2 Tage Urlaub, dass ich mich mal voll und ganz meiner Gemeinde widmen kann. Oh. Und dann sowas. Ja, ja. Aber deine Wortwahl, die bestätigt mich wieder in der Überzeugung, dass Frauen von Politik nicht die geringste Ahnung haben. Ja, wart nur. Irgendwann gibt's bei uns im Ort auch mal eine Bürgermeisterin, wird das sein? Ja, also eines muss man euch Frauen lassen. Im Erfinden von Schauermärchen seid ihr Weltklasse. Mama, ja auf! Sind doch schließlich bald Wahlen. Glaubst du nicht im Ernst, dass irgendeine Frau gegen einen Papa Chance hat? Bitte, nehmt doch mal ein Beispiel an deiner Tochter. Ja, die versteht zumindest die Grundzüge der Demokratie. Du wirst doch die Klickenwirtschaft in deinem Gemeinderat nicht als Demokratie bezeichnen wollen. Bei uns im Ort, da herrscht doch die reinste Monarchie. Ja, du darfst dich doch am liebsten zum König ausrufen lassen. Also, du bist schon fast so schlimm wie meine Mutter. Bloß weil ich einen Jagdschein gemacht habe, spricht sie schon von einer Militärdiktatur. Red nicht so abfällig über deine Mutter. Ah, nicht? Soll ich es vielleicht nur loben, wenn sie ihr Grundstück mit dem Bretterverschlag nicht verkaufen will und somit den Bau von unserem neuen Industriegebiet hinauszögert? Du, von wegen Bretterverschlag, gell? Damals, wenn wir unseren Bauernhof noch gehabt haben, da warst du sehr froh, dass du die Scheune nutzen hast, Kinder. Ja, damals. Heutzutage rentiert sich eine Landwirtschaft nimmer. Heutzutage braucht man Industriegebiete. Okay. Und was für eine Firma, glaubst du, siedelt sich mit einem Industriegebiet in so einem Ort an, wo die Autobahn 50 Kilometer weit weg ist und wo die Straßen, die da herführen, so eng sind, dass selbst ein Kleinlaster Schwierigkeiten hat, da durchzukommen? Also komm. Ganz abgesehen von den Löchern in der Straße, die so tief sind, dass du Fallschirm springen kannst drinnen. Das übertreibt nicht so. Ja. Weil zum Ausbessern von den Löchern ist halt im Moment kein Geld da. Okay. Aber dass man ein ganzes Industriegebiet samt einer Straße baut, da ist ja gleich dazu da, oder? Das ist ja auch ganz was anderes. Dafür gibt's ja auch Zuschüsse. Aber das verstehst du nicht. Politik ist und bleibt Männersache. Mhm. Stimmt's, junger Mann? Ja. Na bitte. Nein. Was jetzt? Ich glaube schon, dass die Frauen in der Politik ihre Berechtigung haben. Okay. Immerhin kennt er sich schon so weit aus, dass es 2 Geschlechter gibt. Also, junger Mann, da bin ich durchaus anderer Meinung. Aber das lernen Sie schon auch noch. Ja, Schluss der Debatte.
Hat sich gestern noch jemand für heute angekündigt? Jemand ist gut. Als erstes hast du einen Termin mit dem Vorsitzenden des Musikvereins. Mit dem Vorsitzenden des Musikvereins? Sag doch gleich, dass der Josef vorbeikommt. Ja, mei. Wenn ich dich in aller Frühe schon als Herr Bürgermeister begrüßen muss, dann kündige ich dir an Josef als Vorsitzenden vom Musikverein an. Ja, sonst noch jemand? Anschließend hast du eine Besprechung mit der Vorsitzenden des Gesangvereins. Mit meiner Mutter? Gut kombiniert. Hätte ich dir in aller Frühe noch gar nicht zutraut. Die war doch gestern erst da. Und da habe ich ihr ganz klar zu verstehen gegeben, dass wir ihr Grundstück mit dem Bretterverschlag enteignen werden und endlich mit dem Bau vom Industriegebiet anfangen. Gestern? Das war privat. Heute kommt sie als Vorsitzende vom Gesamtverein. Na ja, natürlich, mit mir kann man es ja machen, gell? Und anschließend möchte dich die Frau Anna Wittig noch besuchen. Unsere Nachbarin, was wollen die da? Vielleicht möchte sie sich als neue Fledermausexpertin outen. Sie kommt als Vorsitzende von unseren drei Turngruppen. Turngruppen nennst du das? Wenn Teenies wild umeinander hopsen, das Mittelalter mehr als Mai bewegt wie sonst was. Ja, und von den Alten vom BSV, da will ich erst gar nicht reden. Wer ist denn der BSV? Der Busenschwenkverein. Hauptsache ist, dass sie immer schön brav Miete zahlen für die alte Turnhalle, die du Mehrzweckhalle nennst. Ja, selbstverständlich. Die Gemeinde braucht schließlich Einnahmen. Ja, normalerweise müsstest du ja du ein Geld zahlen, dass sie überhaupt in die Halle reingängen. Wo schon der alte Turnvater Jan seine Bauchaufschwung gemacht hat. Treib du nicht so, der alte Turnvater Jan. Ja, war's das dann? Nein. Ja, Herrschaftszeit, will mir den heute vielleicht das ganze Dorf besuchen? Nur noch dein Gemeindearbeiter. Ich meine, falls du diesen Termin überhaupt wahrnehmen kannst. Warum soll ich den nicht mehr wahrnehmen können? Tja, so wie sich dein Mutter und unsere Nachbarin geäußert haben, wollen sie dich umbringen. Mit Roma geht's war doch schon jeden Tag. Stimmt, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. So, ich werde mich jetzt mal zur Ruhe begeben. Ja, genau. Herr Bernd, im Schwimmbad kann man für auch ganz super entspannen. Ach, das ist sehr nett, aber ich ziehe heute trotzdem mein ruhiges Zimmer in diesem Hause hier vor. Was machen Sie, junger Mann? Lass endlich einmal den Studenten in Ruhe. Du weißt ja auch nicht, was du willst. Ach, und bitte grüßen Sie doch Ihre Nachbarin, die Anna, die Frau Wittig ist von mir. Endlich, machen wir doch gerne, ja, natürlich. Der steht anscheinend auf ältere, jungfräuliche Hexen. Schaut ganz so aus, gell? Aber tröst dich. Alter, und eine Hex kannst du auch noch werden. Nur in der anderen Sache, da ist unsere Nachbarin deutlich im Vorteil. Wart nur, Freundin. Dich suche ich heute Nacht. Und wenn mir die Frau Wittig begegnet, dann gibt's eine Hexenverbrennung. Ist eigentlich einmal eine ganz gute Erfahrung für die Katte, dass sie nicht immer gleich jeder aus der Hand frisst. Ja. Ich nehme an, dass du deine Gäste lieber wieder da herin in Empfang nehmen wirst, oder? Selbstverständlich. Wichtige Besprechungen sollen in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden. Ja. Ich frage mich nur, wieso ich mein Bügelzimmer für dein Büro opfern, wenn es du nicht nutzt? Ja, das ist Politik und das verstehst du nicht. Politik ist Männersache. Erika, sei so gut, mach mal die Tür auf. Als Bürgermeister einer 300-Seelen-Gemeinde ist es durchaus angebracht, dass du die Tür für deine Gäste selber aufmachst. Aber es macht doch einen viel besseren Eindruck, wenn du die Gäste reinführst. Tut mir leid. Aber im Moment ist die Herdanziehungskraft zu groß. Aber was? Was ist im Moment zu groß? Die Herdanziehungskraft. Aber das verstehst du nicht. Das ist Frauensache. Nein, was man sich von den Weib alles bieten lassen muss. Ja. Unsere Gemeinde steht kurz vorm Bankrott, aber der Herr Bürgermeister braucht ja auch noch einen Pförtner. Jetzt geh weiter, Josef. Na, Josef, bitteschön, geh rein. So. Ich mach's. Josef, was darf man dir zum Trinken anbieten? Nix, danke. Was machst du für Gesicht? Ist was passiert? Ich hab mit dir als Vorsitzender vom örtlichen Musikverein zu sprechen. Ja, deshalb können wir doch zur Aufmunterung ein Glas an Schnaps trinken. Es ist mir bitter ernst. Ja, wir können auch allen Ernstes einen Magenbitter trinken. Bitte, schieß los.
Was ist mit dem bewilligten Zuschuss für unsere Musikinstrumente? Josef, du weißt doch, das müssen wir verschieben. Wir brauchen im Moment jeden Euro für unser neues Industriegebiet. Also wenn ich an deine Wahlversprechen von vor 4 Jahren denke, dann müsste auf unsere Wiese schon längst die Fabrikhallen stehen. Ja, Josef, ich weiß, ich weiß. Ich hab mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber nächste Woche, da wird das Grundstück von meiner Mutter mitsamt der alten Scheune enteignet und dann geht's los. Und von den Gewerbeeinnahmen, da zahlt man nicht bloß einen Zuschuss, sondern gleich eine ganze Musikinstrumente. Ja, das werden dann wahrscheinlich die Urenkel von unseren Kindern mal erleben. Ja, ein bisschen wird schon dauern, aber so lange auch wieder nicht. Schau, wir haben uns doch die Instrumente nur deswegen beschafft, weil wir uns auf den Zuschuss verlassen haben. Ja, dann müsst ihr dabei den Zuschuss aus euren Vereinsmitteln vorfinanzieren. Aus welchen Vereinsmitteln denn, ha? Bei den letzten Gemeindefesten sind wir doch nur gratis auftreten, weil du angeblich kein Geld in deiner Kasse gehabt hast. Ja. Und zu unserem letzten Konzert ist auch fast kein Mensch gekommen, weil der Wetterbericht Regen vorausgesagt hat und weil jeder damit gerechnet hat, dass die Veranstaltung abgesagt wird, wegen der undichten Stellen im Dach. Sie übertreiben nicht so, gell? Unser Turnhall ist noch in einem tadellosen Zustand. Hör doch auf. Wie der Manfred gestern aufsperren wollte, da ist ihm die Tür mitsamt der Angel entgegengefallen. Ja, ich weiß, die Halle ist nicht mehr die neueste, gell? Aber wenn erst einmal die Gewerbesteuer zum Fließen anfängt, dann gibt's gleich ein ganz neues Sportzentrum. Also in den Schupfen traut jedenfalls kein Mensch mehr rein. Der Erwin lässt seinen Kontrabass schon nicht mehr allein stehen, weil er Angst hat, dass ihn der Wind umweht, weil es so durchzieht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ist doch Sommer. Ja, da muss man ein bisschen flexibel sein. Ja, Probzeit draußen auf der Gemeindewiese. Ja, freilich. Und im Winter stellen wir dann ein paar Scheinwerfer auf und spielen Querflöten und Klarinetten mit den Handschuhen. Ja, genau. Keine schlechte Idee. Und wenn's dann noch von Baum zu Baum eine Plane spannt, dann könnt's auch spielen, wenn's einmal ein bisschen regnet. Und wenn's dann noch ein paar Kerzen aufstellt, dann habt's eine richtig romantische Atmosphäre. Franz? Josef, in diesen Zeiten müssen wir Opfer bringen. Hauptsache ist nur, dass die Gemeinde jetzt zusammenhält. Ja, dann pass nur auf, dass nicht plötzlich zu viel zusammenhalten. Was möchtest du damit sagen? Bald sind wieder Bürgermeisterwahlen. Ja und? Ja, du wärst doch nicht. Im Musikverein werden jedenfalls die Stimmen immer mehr, die das nächste Mal ganz gern jemand anders wählen würden. Jemand anderen? Bis jetzt hat sich außer mir noch kein anderer zur Wahl gestellt. Das mag schon sein. Aber man ist bereits auf der Suche. Auf der Suche? Nach einem Gegenkandidaten. Seit wann gab's denn sowas bei uns? Franz, wir leben in einer Demokratie. Rick kann so einen Schmarrn. Wir leben in Bayern. Und du hast selber immer gesagt, 2 Meinungen ist eine zu viel. Ja, wenn aber einer gegen dich antritt, stellt sich nur die Frage, welche Meinung zu viel ist. Aber Josef, jetzt hör mal auf, du wirst doch mir, dem besten Freund von deinem Vater, nicht die Unterstützung verweigern. Wenn wir dann schon sehen. Du weißt, meine Meinung gut was in der Gemeinde. Josef, du wirst doch keine Wahlbeeinflussung betreiben wollen. Das werden wir dann schon sehen. Wir leben schließlich in einer Demokratie. Sorg du dafür, dass die Zuschüsse an uns überwiesen werden, dann sehen wir weiter. Das ist Erpressung. Nenn's, wirst du es willst. Auf alle Fälle wär's für deine Wiederwahl ganz bestimmt von Vorteil. Für dich. Was ist denn mit dir los? Bist du dem Heiligen Geist begegnet? Wo kommst denn du her? Hat deine Herdanziehungskraft schon wieder nachlassen. Oh. Der Vorstand vom Musikverein hat da scheinbar kräftigen Marschblasen. Ah, das wird deine Mutter sein. Ich bin ja bloß gespannt, wie du ausschaust, wenn die mit dir geredet hat. Da mach ich doch glatt selber auf. Na, Kinder! Ein Gegenkandidat? Gegen mich? Das kommt einer Revolution gleich. Ja, grüß dich, Erika. Und das in einer Demokratie? Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Morgen. Ich bitte um Audienz. Also, Rekord, Schmarmut, dann setz dich hin, ja. Wie es meinst. Du wirst da ja denken können, in welcher Funktion ich da bin. Natürlich, als Vorsitzende vom Gesangsverein. Als Vorsitzende vom Frauengesangsverein.
Das ist ein Unterschied. Ah, oh, natürlich, hab ich vergessen. Ja, ja, die Männer, die machen Mund auf zum Singen, die Frauen zum Beschweren, gell? Denk, was du magst. Wir brauchen auf jeden Fall eine finanzielle Unterstützung von der Gemeinde. Zu was braucht's denn ihr, Gaid? Ah, wollt ihr vielleicht unsere Nachbargemeinde bestechen, dass sie einmal aufdrehen lassen, oder? Also jetzt aber, wär bloß nicht unverschämt. Wir brauchen endlich einen Zuschuss, damit wir uns einen qualifizierten Chorleiter leisten können. Er hat der Letzte schon wieder gekündigt wegen Ohrenschmerzen. Außerdem braucht man einen anderen Proberaum. Geht zu was denn? Habt ihr vielleicht auch Angst, dass ihr euch in der Turnhalle ein bisschen verkühlen könnt? Mein Gott, weil es ein bisschen luftig ist. Ein bisschen luftig? Ja? Du, ich hab's letzte Woche selber erlebt, wie beim hohen C eine, der noch letzten ganzen Fensterschein gesprungen ist. Das wundert mich nicht. Bei einem Gekrächze birgt sie sogar der härteste Stahl. Halt dein Kass für die. Ich möchte jetzt eine Antwort. Mutter, ich hab dir doch vorgestern die finanzielle Situation von unserer Gemeinde geschildert. Wir können jetzt nicht auch nur einen Dirigenten finanzieren. So, und was ist denn mit der Bruchbude, die du Mehrzweckhalle nennst? Die lasse ich mit dem Holz von deiner Scheune reparieren, sobald die abgerissen ist. Das werden wir ja noch sehen. Ja, das werden wir sehen. Aber Mutter, bis es soweit ist, kannst du doch leicht nur in deiner Scheune proben, oder? Wir können aber auch vor deiner Haustür proben. Um Gottes Willen! Du wirst doch deine eigene Familie nicht in den Selbstmord treiben wollen. Deine dummen Sprüche werden da bald vergehen. Es sind nämlich bald Bürgermeisterwahlen. Was möchtest du damit sagen? Ah, da schon her. Ja, du erschrickst ja direkt. Du wirst doch keine Angst haben vor die Wahlen. Du doch nicht. Der große Bürgermeister. Der große Bürgermeister, der unser Dorf mit einem neuen Industriegebiet aus der Steinzeit herausführen will. Jetzt spinn nicht so rum und setz dich wieder hin. Ich und Rumspinner. Schau dir einmal deine Wahlkampfreden von vor 4 Jahren an. Also dagegen sind ja meine Worte die reinste Untertreibung. Wir sehen uns wieder, wenn du in der Opposition bist. Herrschaftszeiten nominell. Ja, wäre ich bloß nie auf diese Idee gekommen mit dem Industriegebiet. Aber jetzt kann ich nicht mehr zurück, da wäre ich ja unglaubwürdig. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Oh, Frau Witti, grüß dich Gott. Wo kommst denn du her? Durch die Tür. Ihre Mutter hat wohl in der Aufregung vergessen, dass es zumacht. Aha. Ja, was kann ich für dich tun? Ich halte im Moment das Sie für angebrachter als die Duzform. Hä? Nur, um zu dokumentieren, dass mein Besuch keinerlei privaten Anlass hat. Ja, von mir aus. Also du kommst, Sie sind praktisch als Vertretung der Tugend. Ich meine, der Turngruppen hier, ja? Ganz genau. Und als solche habe ich eine Beschwerde vorzubringen. Oh, kein Problem. Das kann ich heute noch völlig unproblematisch verkraften. Bitte schön. Unsere Mehrzweckhalle ist in einem nicht mehr akzeptablen Zustand. Letzte Woche wir so duscht, ich meine, geregnet hat. Haben wir 7 Eimer braucht, damit wir das Wasser, das durchs Dach reingelaufen ist, auffangen haben können. Ja, du kennst doch als Aufwärmprogramm ein bisschen Slalom um die Klippen laufen, oder? Dafür haben wir dann leider keine Zeit mehr gehabt. Weil die Löcher in der Decke schon so groß sind, dass wir die Eimer alle 5 Minuten haben entleeren müssen. Das ist doch mal eine andere Übung. Ja, wenn das nächste Mal wieder ringt, dann sage ich dir, dann sage ich Ihnen Bescheid, dann könnt ihr diese Übung wieder aufnehmen, gell? Sehr witzig. Aber ein nächstes Mal wird's wohl nicht mehr geben, weil die Löcher bald so groß sind, dass die Halle nach einem größeren Schauer total überflutet ist. Ah, nicht schlecht, dann könnt ihr gleich ein bisschen schwimmen. Freilich! Und im Winter fahren wir auf dem Eis Schlittschuh. Endlich mal jemand, der einen Spaß versteht. Ich verstehe leider ganz und gar keinen Spaß. Ja, das hätte mich auch gewundert. Also, jetzt passen Sie mal auf. Nächste Woche, da werden wir die Scheune von meiner Mutter abreißen und mit den Dachziegeln lassen wir dann das Hallendach reparieren, ja? So, so. Ja. Ich bin ja nur eine Frau. Hm? Aber so viel weiß ich auch, dass die paar Dachplatten von der Scheune nicht ausreichen werden, um das Hallendach zu reparieren. Es ist ja nur vorübergehend, wissen Sie, bis ein ausreichendes Geld für Sanierung da ist. In 2 Wochen beginnen die Sanierungsarbeiten. Haben wir uns verstanden?
War's das dann? Ja, das war's dann. Gut, dann können wir vielleicht noch einmal kurz zum Du übergehen. Ja. Gut, von mir aus. Ich hätte eine private Frage. Also, was willst? Seit wann interessierst du dich für Fledermäuse? Ach ja. Ja, hat der Bernd, ich meine natürlich der Herr Vogel, hat der dir von meinem Besuch erzählt? Ja, der Nudelsalat hat ihm jedenfalls sehr gut geschmeckt. Ach, ja, ich kann doch den Armen da droben in den alten verlassenen Bunker nicht in aller Einsamkeit verhungern lassen. Ach so, ach wegen dem bist du zu ihm aufgegangen. Ja, freilich. Geh, warum sollt ihr denn sonst mitten in der Nacht zu dem alten Bunker laufen? Natürlich. Warum sollst du ja sonst dann auflaufen, ja, gell? Dann danke ich dir recht herzlich. Auch im Namen der Gemeinde vielen herzlichen Dank. Aber ab sofort ist es nicht mehr notwendig. Ab heute wird meine Tochter die Verpflegung übernehmen. Ach, so ist es. So ist es, ja. Na, das werden wir dann schon sehen. Ja, das werden wir auch sehen. Lebst du noch? Entschuldige, mir haut doch so schnell nichts um. Schon bin ich auch Bürgermeister geworden. Ja. Das wird der Hans ja, unser Gemeindearbeiter. Die mache ich selber auf, gell? Und denk dran, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, ich fürchte, im Fallen bin ich schon. Aber ich finde schon einen Fallschirm, dass ich sanft landen kann. So. Passt. Ja. Grausam. Aber was tut man denn alles? Jetzt mache ich meinen Nudelsalat und dann werde ich mich um meine Bewaffnung kümmern. Im Platz. Ja. Nicht in meinen Polsterstuhl. Nein, du machst bald Dreckert mit deiner Hosen. Setzen wir uns da rüber. Komm. Ja. Also, Bürgermeister, mir macht die Arbeit einfach keinen Spaß mehr. Ja, meinst du vielleicht, mir macht die Arbeit Spaß? Aber das nutzt nichts. Wir sind das Wohl für unsere Gemeinde verantwortlich. Ein Spaß. Ein Spaß, den kannst du daheim haben. Naja, wenn ich es mir recht überlege, macht mir die Arbeit vielleicht doch einen Spaß. Auf jeden Fall ist die Arbeit im Moment ziemlich trocken. Ja, mei, wir haben ja auch im Moment einen trockenen Sommer, gell? Hm? Ach so, ja. Ja. Ist in Ordnung. Also. Okay, Hans. Also. Was gibt's? Also, Bürgermeister, ich brauch einfach mehr Geld. Ja, ich auch. Prost. Ja, Prost. Schaut, ich kann die notwendigsten Arbeiten nicht mehr erledigen. Ja, was denn zum Beispiel? Jetzt brauche ich gleich einmal einen ganzen LKW mit Teer. Ja, damit ich die Löcher in unseren Straßen wenigstens einigermaßen zumachen kann. Da füllt er ein bisschen an Sand bei. Ja, in der stillgelegten Kiesgrube, da ist doch noch genug. Ja, Sand, gell? Das hält doch nicht, Bürgermeister. Ja, dann misch ein bisschen Zement drunter. Ja, in solchen Zeiten muss man halt ein bisschen improvisieren. Ein Zement? Ja. Wo soll ich nicht jetzt plötzlich ein Zement hernehmen? Mensch, Hans. In der Eichenstraße, da werden da gerade ein paar neue Häuser gebaut, nicht? Ja. Na, mein Gott, du musst dich dann mal ein bisschen umschauen bei der Nacht, verstehst? Ja, Bürgermeister. Das ist ja Diebstahl! Schmarrn! Das ist gemeindlicher Mundraub. Sozusagen aus der Not herausgeboren, dass unsere Gemeinde überlebt. Verstehst du? Ja, und außerdem brauche ich im Herbst unbedingt eine neue Motorsäge für die Grünanlage. Ach, so weit kam's noch. Dann nimmt man die Axt, verstehst du? So wie früher. Okay, Bürgermeister, da brauche ich 10-mal so lang. Du, und wer soll dann für dich und einen Gemeinderat so ganz nebenbei, weißt, ohne dass irgendwann merkt, ein Brennholz abfallen? Ja, da hast du auch recht, aber ich kann nicht dran denken. Schau, ich kann doch nicht 50 Stück Holz mit der Axt legen. Wieso? Wir haben erst letztes Jahr die Motorsäge reparieren lassen. Ja, schon, aber die Motorsäge ist ja eigentlich nicht kaputt. Aber den Motor habe ich in den Rasenmäher neu gebaut. Der Rasenmäher, der war doch auch noch fast neu. Stimmt, aber der Motor vom Traktor war kaputt. Du wärst doch nicht. Doch. Der Traktor läuft jetzt einwandfrei. Ja, fahr ein bisschen langsam, gell? Ja. Ich brauche jetzt eine halbe Stunde für eine Strecke, wo ich früher 10 Minuten gebraucht habe. Aber er läuft. Hans, du magst vielleicht Sachen. Ja. Du, da fällt mir auf, seit ein paar Tagen sind in der Hauptstraße keine Vorfahrtsschüttel mehr. Ja, nicht nur in der Hauptstraße, ne? Nein, im ganzen Dorf stehen auch keine Stoppschüttel mehr. Wie,
Wieso? Ja, die hat doch eh keiner mehr, der Kind, weil sie schon so verblasst waren. Du, dann hab mir ich gedacht, ich schraub gleich alle ab und ab sofort gut rechts vor links. Ha, keine schlechte Idee. Die hätte glaubt von mir sein können. Du, und außerdem, kann man doch mit den alten Verkehrsschütteln wunderbar das Hallendach reparieren. Auch keine schlechte Idee. Hätte auch von mir sein können. Ja. Prost. Prost. Und hast du schon gemacht? Nein, da brauche ich den Schmidt-Robert dazu, so. Mit seinem Flaschenzug, gell? Ja. Ja, aber du, der wird für das auch nicht umsonst machen. Ja, Hans, ich werde mal schauen, dass ich ein bisschen Geld für die Auftreibe hab. So, na gut, dann pack ich's wieder, gell? Ja, dann geht's wieder an die Arbeit. Was machst du jetzt? Ja, jetzt treibe ich gleich mal die Schafe von Wilhelm auf die Gemeindewiesen. An Wilhelm seine Schafe? Wieso? Mhm. Ja, glaubst denn du vielleicht, ich mach die ganze Wiesen mit der Sand? Hans, Hans, du hast vielleicht Ideen, du. Ja, eine Idee braucht sie auch. Oder ein Wunder. Wieso? Sonst sind wir die erste Gemeinde in Deutschland, die Konkurs anmelden muss. Oder nicht, das ist mir vollkommen egal. Aha, das ist dir vollkommen egal? Und warum drohst du dann deinem Sohn andauern? Ja, damit er endlich einmal mit dieser Schnapsidee von dem Industriegebiet aufhört. Das wird ja nur der Untergang vom ganzen Dorf sein. Deine Schwiegermutter hat recht. Wir müssen den Männern drohen, sonst machen die nie, was wir wollen. Okay, was machst denn du schon von den Männern? Jedenfalls so viel, dass man besser die Finger von ihnen weglässt. Anna, und was war da mit einer Nachtwanderung zum Herrn Vogel? Was soll denn das sein? Hab ihm nur was zum Essen gebracht. Jetzt endlich einmal auf. Wir haben über was Wichtigeres zum Reden als über Fledermais. Mhm. Hallo Oma. Hallo Anna. Machst du ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ich nehme halt bloß eiweißhaltige Nahrung zu mir. Die gibt mir da Kraft. Hat dieses Wesen Oma gesagt? Ja, war das tatsächlich meine Enkelin? Sie war's. Ja, was hat denn die für Klamotten an? Ich fürchte fast die gleichen wie du. Ich bin ja schließlich ein paar Jahre älter und eine Frau. Und überhaupt, was fällt denn der Kathi eigentlich ein, dass mich Anna nennt? Du jetzt einmal langsam, gell? Ich meine, wenn du es auch nicht wahrhaben willst, aber die Kathi ist mittlerweile auch eine Frau geworden. Ja, und du sagst ja schließlich auch nicht sie zu ihr. Zu einer Frau gehört schon ein bisschen mehr, als in solchen Klamotten rumzulaufen. Genau, nämlich ein Mann. Von wegen. Ich hab doch schon gesagt, Männer muss man meiden und Abstand halten. Abstand? Und was war denn mit dem Nudelsalat? Hast du den vielleicht auch in 10 Meter Abstand vorm Herrn Vogel abgestellt? Ich weiß schon, warum dir das nicht passt. Du willst einen Bernd als Schwiegersohn haben. Aber der steht nicht auf so junges, ungebildetes Gemüse. Ich hab mir's überlegt. Ich ist doch ein Stück Kuchen. Geil. Okay. Ja. Danke. Störe ich euch? Na. Eigentlich wollten wir ja über Gemeindeangelegenheiten reden. Aber irgendwie schweifen wir immer wieder ab zu irgendwelchen bedeutungslosen Themen. Das kenne ich. Wenn ich mit einer Freundin im Café sind und wir uns ernsthaft unterhalten wollen, dann quatschen wir doch bloß über Männer. Und das nennst du ungebildet. Also der Satz, der war jetzt intelligenter als eine ganze vorherige Unterhaltung. Ja. Mag noch jemand einen Kuchen? Nein, danke. Gut, dann trage ich den Küchen aus. Na ja, dann geh ich einmal. Ich hab daheim schließlich auch noch was zu tun. Also, mein Nudelsalat ist fertig. Okay. Hab ja gar nicht gewusst, dass du überhaupt einen Salat machen kannst. Tja.
Tja, so kann man sich in die jungen Frauen täuschen. Da kann ja bloß hoffen, dass man auch essen kann. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Salat ist vergiftet. Das trifft wohl eher auf dein Mundwerk zu. Oh, Verzeihung. Ach, du bist es, Anna. Oh. Hallo, Bernd. Auf Wiedersehen, Frau Wettig. Da drauf kannst du Gift nehmen, beziehungsweise deinen Nudelsalat essen. Ach, du gehst schon, Anna? Ja, aber ich hoffe, ich darf dich heute Nacht noch einmal besuchen. Aber natürlich. Ich freue mich immer über Menschen, die großes Interesse an Vögeln und den Vorgängen in unserer Natur haben. Heute Nacht werde ich dir mal zeigen, was ich so alles über die Natur weiß. Warte, Anna, ich bring dich noch zur Tür. Danke, Bernd. Dass die schon mal die Theorie in die Praxis umgesetzt hat, kann ich mir bei der nicht vorstellen. Aha, ich glaube, so langsam blicke ich da durch. Er ist also das Objekt der Begierde, hm? Oma, er ist... Ich weiß, wer das ist. Und wegen dem ziehst du so altzopferte Klamotten an. Und bindst dir deine schönen Haare so tappig zusammen. Ja, mei, Oma. Du, da musst du aber schwer erwischt haben. Mhm. Diese Frau Wittig ist auch hinter ihm her? Ja, ich fürchte fast nicht nur sie hinter ihm. Also, auf in den Kampf. Was? Hm? Ja, wenn er was im Kopf hat, dann machst dich an ihn ran. Und wenn nicht, mei, den Rest kannst du ihm schon noch beibringen. Oma! Ja, jetzt schau doch nicht, als wäre eine keusche Jungfrau. Dein Opa, dem hab ich damals auf die Springen helfen müssen. Du, ich geh jetzt, gell? Ja, das sind sie ja wieder, junger Mann. Setzen sie einen nur gleich hin. Und recht viel Spaß noch. Tschüss, Oma. Ja, auf Wiedersehen. Ja, einen Kuchen hat Mama schon weggetragen, aber ein Kaffee ist noch da. Mögen's? Gern, danke. Haben Sie Ihre Forschungsergebnisse schon zu Papier gebracht? Ja, ja, habe ich. Ich bin gerade damit fertig geworden. Auch mit den Forschungsergebnissen nach Mitternacht? Natürlich, das sind ja die interessantesten. So, so. Ich habe festgestellt, dass bei der Ankunft der Eingang nicht gleich gefunden wurde. Okay. Ja, ich meine bei der Rückankunft der Fledermäuse beim alten Bunker. Ach so, ja, natürlich. Und die Frau Wittig? Die Frau Wittig? Ja, die hat sich die meiste Zeit sehr ruhig verhalten, um mich bei meiner Forschungsarbeit nicht zu stören. Ach so, ja. Und heute Nacht will sie mir etwas über die Vorgänge in der Natur zeigen. Ja, das glaube ich. Bernd, ich glaube, das wird eine heiße Nacht. Ja, also der Wetterbericht spricht sogar von der heißesten Nacht des Jahres. Ja. Sie werden auf ganz neue Forschungsergebnisse stoßen. Ja, das hoffe ich. Heute ist nämlich Vollmond und da sind die Fledermäuse am aktivsten. Nicht nur die Fledermäuse. Ja, ja, da kann man die interessantesten Dinge beobachten. Ohne Zweifel. Ja, ich gehe jetzt noch etwas an die frische Luft, damit ich für heute Abend schön fit bin. Auf Wiedersehen. Macht es nur, damit der später nicht Luft ausgeht. Sag mal, haben wir einen Trauerfall in der Familie? Wenn man es nimmt, unser Kater hat zwar im Keller eine Maus gefangen, aber als Trauerfall, da lässt es nicht bezeichnen. Ich kann so einen Schmarrn. Du weißt genau, was ich meine. Du rennst doch nicht freiwillig in solchen Klamotten rum, oder? Papa, bin doch schließlich eine Frau. Bei dem Besucheraufkommen in dem Haus kann ich doch nicht jedem meinen nackerten First oder mein aufreizendes Schulterblatt zeigen. Naja, wirst meinst, du bist schließlich alt genug, du musst selber wissen, was du zu tun hast. Was? Du gibst schon auf? Keine Moralpredigt darüber, wie sich andere Töchter in meinem Alter verhalten und keine Vorhaltungen darüber, wie gut das mir geht und wer mich wundern wird, wenn ich mal auf eigene Füße stehe? Na, na. Also,
Was willst du von mir? Also pass auf. Ich hab da einen Brief aus England gekriegt. Aus England? Ja, ja. Sind das vielleicht Tipps, wenn man Monarchie gründet? Also, lass deinen Witz, der ist doch in Englisch geschrieben. Sei so gut und übersetz mir den einmal, bitte. Hast du mal eine englische Freundin gehabt? Nein, einmal eine Schweizerin, aber die hab ich auch nicht gescheit verstanden. Ja, ja, Papa, das ist eine ganz gute Nachricht. Wirklich? Ich glaube, deiner Wiederwahl zum Bürgermeister bist du ein gutes Stück näher gerückt. Ah, tatsächlich? Tatsächlich. Aber ich glaube, Mama wird das auch interessieren. Mama! Nein, Mapsch, lass dir Zeit. Mit guten Nachrichten muss man manchmal vorsichtiger umgehen wie mit schlechten. Stimmt. Versprichst du mir, dass du 10 Tage lang nimmer an mir rummeckerst und mir keine dummen Fragen stellst? Kathi! Du sagst mir 10 Tage lang nicht, was ich zu tun und zu lassen habe und holst mir keine Moralpredigt. Soll ich vielleicht noch jeden Abend eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Ach, Papa, wie nicht Bicke, schlafst du doch schon längst. Also, was ist? Versprochen? Versprochen. Aber du versprichst mir mit niemand über das, was in dem Brief steht, zu reden, ja? In Ordnung. Also, wo steht drin? Kennst du einen Roger Winterbutton? Winterbutton? Nein, kenn ich nicht. Ah doch, natürlich! Ja, das war der einzige Sommergast, der sich jemals zu uns daher in unseren Ort verirrt hat. Mhm. Der ist jedes Jahr aus London im Sommer zu uns dahergekommen. Ja, weil er den Duft der Natur so geliebt hat. Mhm. Aber da war er ja nur ein Bub, da müsste er doch schon lang tot sein. Er ist 96 Jahre alt geworden und im letzten Monat gestorben. Ja, aber was hat das mit unserer Gemeinde zu tun? Ich meine, der Brief, der ist ja mich an den Bürgermeister adressiert. Eben! Unsere Gemeinde hat von ihm geerbt. Und was hat unsere Gemeinde? Ja, du hast richtig gehört. Schau, da steht. According to the last will of Mr. Roger. Nein, in Englisch, in Deutsch möchte ich das wissen, bitte. So, laut Testament von Herrn Roger Winterbutton erhält Ihre Gemeinde einen Betrag von 700.000 englischen Pfund. Wie viel sind denn das Euro? Circa 1 Million. Eine Million Euro? Dieser Betrag ist für die gemeinnützigen Vereine des Dorfes bestimmt. Sie als Bürgermeister sollen, je nach Bedürftigkeit, das Geld an die einzelnen Vereine verteilen. Ja, sowas Blödes. Was ist denn daran blöd, wenn unsere Gemeinde erbt? Das ist doch super. Eben nicht, weil nicht die Gemeinde erbt, sondern die gemeinnützigen Vereine der Gemeinde. Na und? Ist doch fast dasselbe. Fast eben, leider nur fast. Damit kann der Gesangsverein einen Dirigenten zahlen, der Musikverein seine Instrumente finanzieren, aber wir dürfen das Geld nicht für unser Industriegebiet verwenden. Mein Papa, du tust ja gerade so, als wäre so ein Geldsegen ein Fluch. Und außerdem weiß inzwischen eh jeder, dass die Idee mit dem Industriegebiet ein Flop ist. Aber was ist los? Ja, beruhig dich nur wieder. Die Idee ist ja an sich nicht schlecht. Aber auf dem Land lassen sich so große Fabrikhallen verwirklichen, wenn keine vernünftige Verkehrsanbindung da ist. Ich hab gar nicht gewusst, dass du dich so für Politik interessierst. Schon immer. Aha. Du hast mich nur noch nie nach meiner Meinung gefragt. Ja, aber jetzt kann ich doch nicht mehr zurück, da wäre ich ja unglaubwürdig. Schon wieder Besuch? Ja, das wird die Frau Rieting sein, wahrscheinlich vom Landratsamt, weißt du? Die kommt wegen der Entschädigung für unsere Grundstücke. Nein, mach einmal auf. Ja. Du, Kathi, langsam, warte mal. Ja? Ich darf jetzt wirklich bestimmen, welcher Verein wie viel Geld kriegt. Ja. Oh. Sag mal, warum läuft die bloß an solchen Klamotten rum? Bitte sehr, da ist er. Da, schön, ja. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Grüß Gott, Frau Reh. Bein. Sie sind also die neue Sachbearbeiterin in Grundstücksangelegenheiten vom Landratsamt. Ja, so ist es. Bitte. Nehmen Sie Platz. Ach, danke schön. Ja, Ihr Vorgänger, der Herr Schmitz, ist ja leider auf eigenen Wunsch versetzt worden, habe ich gehört, gell? Na ja, also ehrlich gesagt, er musste versetzt werden. Tatsächlich? Hm. Der hat doch seine Arbeit immer ganz ordentlich gemacht, ich meine, soweit ich das beurteilen kann, nicht wahr? Na ja, also in letzter Zeit hat es da etliche Beschwerden gegeben. Einige Leute haben sich über den Tisch gezogen gefühlt. Na wirklich? Hm.
Dabei hat der Mann immer so einen seriösen Eindruck gemacht, gell? Aber naja, Ihre Arbeit ist ja nicht immer ganz einfach. Ja, da haben Sie recht, Herr Böchermeister. Und als Frau hat man es in dem Beruf besonders schwer. Stellen Sie Ihnen vor, wie ich gestern einem Mann aus Ihrem Dorf die Notwendigkeit unseres Industriegebiets erklärt habe. Da meint der doch tatsächlich, das wäre eine politische Angelegenheit und da davon hätten Frauen keine Ahnung. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ist es aber, Herr Bürgermeister, ist es. Wie wenn wir Frauen nur hinterm Herd stehen sollten. Nein, auf keinen Fall. Ich bin der festen Überzeugung, dass eines Tages eine Frau Bürgermeisterin in einer unserer Gemeinden sein wird. Ja, da muss ich Ihnen voll recht geben, natürlich. Ja, so, dann kommen wir jetzt zur Sache. Ja. Wie Sie wissen, haben Sie ja vor 4 Jahren eine Abtrittserklärung über 5 Grundstücke unterschrieben. 5 Grundstücke? Mhm. Ich hab gedacht, es wären 4 gewesen. Na, das waren 5 da. Ja. Da schauen's. Da steht's ja. Ah ja, wissen Sie, seitdem ich keine Landwirtschaft mehr habe, kenne ich mit meinen Wiesen und Äcker gar nicht mehr aus. Ja, dann wurde vereinbart, dass die finanzielle Entschädigung kurz vor Bau des Industriegebiets nach den jeweils aktuellen Marktpreisen geregelt wird. Ja, ich will nicht mehr und nicht weniger als den aktuellen Marktpreis, wichtiger. So, dann wären das also für Ihre beiden ehemaligen Ackerflächen 8.736,20 Euro und für die 2 Wiesen 3.697,37 Euro. Ah, also doch bloß 4 Grundstücke. Na, es fehlt ja noch dieses Grundstück mit den Liegenschaften. Was für ein Grundstück und was für Liegenschaften? Mensch, Herr Böchermeister. Sie sind ja wirklich ein ganz sehr lustiger Vogel. Ja. Also, dieses Haus mit allem Drum und Dran ist uns 180.000 Euro wert. Was sagst du dazu? 180.000 Euro? Ja. Mein Haus? Ja. Schauen Sie mal her. Da, damit haben Sie jetzt nicht gerechnet? Nein, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, aber Sie werden doch den Preis akzeptieren. Ich meine, das Häusle da ist ja schon über 50 Jahre alt und müsste sowieso dringend einmal renoviert werden. Moment. Die neue Umgehungsstraße, die verläuft doch da vorne, oder? Ja, und wir stehen hier genau auf der Abzweigung zum Industriegebiet. Tatsächlich? Ich habe mir doch gerade noch einmal die Pläne angeschaut. Dort schauen's. Dort drüben befindet sich die Fahrbahn und wir stehen hier genau auf dem dazugehörigen Grünstreifen. Na Gott sei Dank, dann werden wir im Moment wenigstens nicht überfahren, gell? Mensch, Herr Böchermeister, Sie haben wirklich Humor. Aber es kommt ja noch viel besser. Noch besser? Ja. Wie soll denn das gehen? Sie brauchen sich nicht einmal selber um den Abriss kümmern. Ah, nicht? Nein, auch das übernehmen wir. Wenn alles normal verläuft, haben Sie in 2 Wochen Ihr Geld und in 3 Wochen rollen die Bagger an. Die Bagger? Na, frage die Bagger. Ich meine, Ihr Häusler da ist zwar schon ein wenig alt, aber von ein bisschen Boosten allein wird's nicht gleich zusammenfallen, ne? Sie werden sehen, in 4 Wochen schaut's hier aus, als hätte nie ein Haus gestanden. Aha. Ist Ihnen nicht gut, Herr Böchermeister? Ja, wissen Sie, das ist ein bisschen plötzlich. Das nimmt einen schon ein bisschen mit, nicht wahr? Ja, dann tät ich jetzt vorschlagen, Sie besprechen alles noch einmal in Ruhe mit Ihrer Frau. Mit meiner Frau? Natürlich mit Ihrer Frau. Ich meine, Sie sollten ihr schon Bescheid sagen. Nicht, dass sich auf einmal über einen Bagger in Ihr Wohnzimmer wundert. Ja, Ihr Humor, der gefällt mir immer besser. Ja. Meinem Chef leider nicht. So, dann tät ich jetzt vorschlagen, Sie lesen sich alles noch einmal in Ruhe durch. Und nachher bräuchert ich dort noch eine Unterschrift von Ihnen und von Ihrer Frau. Eine Unterschrift? Ja, das bedeutet, man schreibt handschriftlich seinen Namen in der Kiste rein. Jetzt passt es mal auf, Frau. Jetzt ist Schluss. Liebe Frau. Rehbein, ja. Es handelt sich doch nur um eine Bestätigung, dass Sie mit der Höhe des Betrags einverstanden sind. So,
dann möchte ich Sie jetzt nicht mehr länger stören. Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Ich komme die Unterlagen neuen wieder abholen. Wiedersehen. Wenn doch jeder Bürger unserer Gemeinde bereit wäre, solche Opfer zu bringen, wir täten längst zu einem der größten Industriestandorte der Welt gehören. Also, Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Sie finden allein raus, ja? Na ja, ja, natürlich. Ich habe doch gerade noch einmal die Pläne studiert. Also, ich folge noch der neuen Auffahrt bis zu Ihrer Haustür, biege dann rechts ab und folge der neuen Abfahrt durch Ihren Garten hindurch bis zu meinem Auto. Also, bis morgen, Herr Büchermaster. Ja, Mihaskat. Also, Franz, so geht es nicht mehr weiter. Ja, das fürchte ich auch, ja. Der Abfluss in der Küche ist schon wieder kaputt. Vom Spülwasser läuft kein Tropfen mehr ab. Irgendwann reiße ich eigenhändig die Wand auf und verlege den Abfluss neu. Vielleicht sollte man nur 3 Wochen warten. Meinst du, dass sich ein Spülwasser dabei einen anderen Weg aus dem Haus sucht, oder was? Na, wenn es dann überhaupt noch einen finden muss. Also, weißt du, Franz, wenn du auch nur 10% von der Zeit, die du unsinnig als Bürgermeister verdurst, für unser Haus opfern darfst, darf es nicht so runterkommen. Und wenn du bloß 10% von deinem Gift statt zu mir jeden Tag in die Spüle spucken tätst, dann werden die Abflussrohre in 100 Jahren noch so klar wie ein Kinderpopo. Also, was das? Das geht jetzt aber zweite Bitterschüsse in deine Arbeitsklave. Ja. Entweder du kümmerst dich heute noch um den Abfluss oder ich zieh raus. Das war nicht das Schlimmste. Was? Ja, wenn ich nicht auch raus müsste. Was? Ja. Erika, du hast doch recht. Ich habe meine Familie in den letzten Monaten wirklich stark vernachlässigt, gell? Alla. Nach über 4 Jahren als Bürgermeister fällt dir das jetzt nicht einmal ein. Aber jetzt brauche ich eine Idee. Und zwar eine verdammt gute Idee. Und ich brauche einen freien Abfluss. In spätestens 10 Minuten stehst du mit dem Gummistampfer in der Küche. Oder ich stampf aus dem Haus. Aber ich glaube, die meinen es ernst. Ha? Gut, dass ich Sie treffe, Herr Bürgermeister. Junger Mann, haben Sie vielleicht auch ein Problem? Nein, ganz und gar nicht. Meine Forschungsarbeiten könnten gar nicht besser laufen. Gott sei Dank. Dann sind Sie in diesem Haus der Einzige weit und breit, der im Moment rundum glücklich und zufrieden ist. Bitte schön. Dankeschön. Ja, was kann ich denn für Sie tun? Herr Bürgermeister. Ja, bitte. Haben Sie schon einmal über die Ausweisung eines Naturschutzgebietes nachgedacht? Ein Naturschutzgebiet? Das ist einem gerade abgehetzt. Ja, aber das wäre doch ein großer Imagegewinn, für eine kleine Gemeinde wie diese ein Naturschutzgebiet zu haben. Junger Mann, Sie müssen mal viel lernen. Ein Naturschutzgebiet ist mit Sicherheit eine gute Sache. Aber jetzt müssen wir erst einmal ein Industriegebiet ausweisen. Das schafft Arbeitsplätze. Dann werden neue Wohnungen gebaut. Die kommen dann wieder den örtlichen Handwerksbetrieben zugute. Ja, da bin ich ja vollkommen Ihrer Meinung. Aber das Naturschutzgebiet soll ja auch nicht auf dem Gelände Ihres geplanten Industriegebietes stehen, sondern auf der Anhöhe um den alten Bunker herum. Ja, da könnten Sie gleichzeitig etwas für die Industrie und für die Umwelt tun. Ach so. Und wenn man dort irgendwann einmal dort ein Erzvorkommen findet, dann können wir gleich das Naturschutzgebiet in ein Bergbaugebiet umwandeln, gell? Guter Witz, Herr Bürgermeister, guter Witz. Nein, das ist kein Witz, das meine ich vollkommen ernst. Aber das wird nicht gehen. Die Fledermäuse, die stehen unter Naturschutz. Wie soll ich das verstehen? Wenn sich irgendwo Fledermäuse angesiedelt haben, darf, grob gesagt, die Natur nicht mehr verändert werden, damit man sie nicht vertreibt. Ach so, und? Naja, und wenn man sich nicht streng daran hält, dann sterben die Fledermäuse nämlich bald aus. Und dies gilt im Besonderen für die Fledermäuse im alten Bunker. Wieso im Besonderen? Weil es sich hierbei um eine besonders seltene Art von Fledermäusen handelt. Nämlich um die Pipistrella. Ach so. Sie sagen es einmal, siedeln sich Fledermäuse eigentlich nur in alten Bunkern an? Nein, auch unter großen Brücken oder auf dem Dachboden alter Häuser.
Ach, zum Beispiel auch in alten Häusern, sagen wir mal, in einem alten Haus wie den zum Beispiel. Ja, durchaus möglich. Naja, Fledermäuse unter meinem Dach sind zwar nicht gerade so meine Sache, aber... Ja, aber das lässt sich ja manchmal gar nicht vermeiden. Wenn Sie wüssten, wie recht Sie haben. Ja, und die Fledermäuse, die würden Sie ja auch gar nicht stören. Wenn Sie am Tag zur Arbeit gehen, dann sind die Fledermäuse zu Hause. Und wenn Sie abends nach Hause kommen, dann flattern die Fledermäuse zur Arbeit. Ja, junger Mann, Sie haben ja direkt einen Humor. Ja, ich war schon lange nicht mehr so außer mir. Sagen Sie mal, siedeln sich Fledermäuse eigentlich auch in alten Scheunen an? Ach, Sie meinen in so alten Scheunen wie draußen auf der Wiese, kurz vor dem Dorf? Ja, so eine meine ich zum Beispiel jetzt. Ja, durchaus möglich. Es würde mich ja gar nicht wundern, wenn irgendwann mal ein paar Fledermäuse dahin umsiedeln würden. Mich auch nicht. Mich auch nicht. Oh ja, dann sollten Sie aber die Scheune so schnell wie möglich abreißen. Abreißen? Wieso? Ja, weil sonst können Sie Ihr Industriegebiet vergessen. Ah, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, das ist so. Das ist so. Wenn sich erst einmal Fledermäuse angesiedelt haben, dann hat der Artenschutz Vorrang vor dem Industriegebiet. Also wenn es wirklich einmal so weit kommen sollte, dann würde ich mich selbstverständlich dem Gesetz des Staates bzw. der Natur beugen. Das würden Sie wirklich? Aber selbstverständlich, junger Mann. Aber selbstverständlich. Ich bitte Sie, ich möchte doch nicht an der Ausrottung der seltenen Art der Fledermäuse dieser Pippi Langstrümpfe schuld sein. Nein, nein. Das ist eine weise Entscheidung. Schade, dass nicht alle Menschen so denken. Ja. Noch eine Frage, junger Mann. Ja, bitte. Wann kehren Fledermäuse eigentlich so von ihren nächtlichen Ausflügen wieder zurück? So gegen 4 Uhr früh. Warum? Na, nur so, wissen Sie. Vielleicht besuche ich Sie mir und schauen wir das an. Ach, also, das würde mich freuen, Herr Bürgermeister. Mhm. Also, das würde mich sogar außerordentlich freuen. Mich auch. Mich auch. Noch 2 Minuten bis zu meinem Auszug. Hinsichtlich der neuen Lage und der völlig veränderten Situation sollte mich vielleicht doch jetzt um den Abfluss kümmern. Ja, ich komm gleich, hey! So, bewaffnet bin ich. Jetzt muss bloß noch Nacht werden. Kathi, gut, dass du da bist. Ich muss mit dir was besprechen, hey? Papa, wir haben eine Abmachung. Ich will ja nicht an dir rumnörgeln, ich möchte deine Hilfe. Schon wieder? Ja, das sag ich dir in 5 Minuten. Sag mal, wir haben ja Einbrecher im Haus. Wieso Einbrecher? Ja, da wärst du mit dem Prügel keine Fliegen fangen wollen, oder? Den! Achso, den hab ich gefunden. Das interessiert mich nicht. Ich möchte nicht wissen, wo du den her hast. Ich möchte wissen, was du mit dem vorhast. Ja, weißt, ich hab gemeint, dass ich dem Bernd mitgib, weil es zur Sicherheit, wenn er so ganz allein in der Nacht vor seinem Bunker sitzt. Keine schlechte Idee. Du denkst du direkt mit, gell? Frank! Bin schon da, mein Werkzeug hab ich auch dabei. Aber gerade nur rechtzeitig. Gewartet. Ja, find gleich da, hey, guck. Mei, oh mei, oh mei. Die sind doch beide nicht ganz dicht. Was war jetzt das? Seit wann werden bei uns gelopft? Vielleicht doch ein Einbrecher. Herein! Grüß Gott, mein Alter. Ja, dann bringen wir doch. Geh wieder. Ja, was soll denn das? Mein Entschuldige. Ich hab gemeint, du wärst der Einbrecher. Naja, hast du jetzt offen gestanden, da bin ich halt einfach reinmarschiert, gell? Mhm. Aber du hast schon recht. Du, bei den Halunken, die sich bei uns da so rumtreiben, da muss man schon vorsichtig sein. Du sag einmal. Seit wann tragt man denn in deinem Alter solche Sachen? Hä? Nicht auf den Sessel! Na ja, ich bin doch schließlich kein kleines Kind mehr. Und dir, als sittsamer Bürger unserer Gemeinde, gefällt's doch sicher auch nicht, wenn junge, unverheiratete Frauen mit fast nichts an durchs Dorf laufen, nur um die niederen Instinkte von euch Mannsbilder zu wecken. Warum denn nicht? Natürlich nicht. Na, wo kann man denn da hin? Mhm. Unser Dorf ist doch schließlich kein Sündenpfuhl. Nein, bei uns herrscht Zucht und Ordnung. Eben. Also, wer findest du mein Gewand? Ja, also, irgendwie erinnerst du mich an... Jetzt sag schon. An mein Heidi. Oh, größeres
Kompliment hättest du mir nicht machen können. Gell? Ja, gern geschenkt. Hans, ich hab dein Anliegen. Ich brauch deine Hilfe. Ja, na zur Karte, wenn ich dir helfen kann, gern, gell? Aber du, ja. Hast du nicht vorher einen kleinen Schnapser? Ah, freilich. Warte, schau. Da, so. Ja, seit ein paar Tagen streift in der Nacht immer so ein riesengroßer, verlotterter Hund ums Dorf rum. Was? Ja, da weiß ich ja gar nichts davon. Ja, der Papa hat es bisher noch keinem gesagt, damit sich keiner unnötige Sorgen macht. Ja, ja, du, und wie kann ich dir da helfen? Unser Nachbarin, die Anna, hat den Hund gestern und vorgestern auf dem schmalen Trampelpfad hinter ihrem Haus gesehen. Ah, du meinst den schmalen Pfad, der von der Wittig ihrem Haus zum alten Bunkern aufgeht? Genau den. Wie war's, wenn du da heute Abend ein Loch geräumt hast? Ah, damit ich den Hund fang. Ja, natürlich den Hund. Wen denn sonst? Na ja, die Idee ist nicht schlecht, weil da geht ja heute Nacht sowieso keiner mehr auf, gell? Hexen, Fledermaus-Experte. Hm? Ach, na, der kennt ja den Weg gar nicht. Mhm. Der geht immer die Straße entlang. Und außerdem war ihm der Weg ja viel zu unheimlich. Du, Kathi, sag einmal, wie groß ist denn der Hund? Ziemlich groß. Hm? Ja, da muss ja ein tiefes Loch kommen. Ja, mindestens 2 Meter tief. Was? Mhm. Ja, da brauch ich ja die halbe Nacht dazu. Da muss ich mich nur mal stärken, gell? Kannst natürlich erst anfangen, wenn's dunkel wird. Sollte ja niemand sehen. Warum nicht? Soll doch keiner wissen, dass du den Hund fangst. Ja, richtig. Ja. Du, aber du, wenn ich da erst um eine halbe Neune anfange, da brauch ich ja fast bis Mitternacht. Ach, das geht schon in Ordnung. Vor Mitternacht, da geht sie ja eh nie. Da ist der Hund eh nie gesehen worden. Du und Katja, was sagt dann eigentlich dein Vater dazu? Du? Das ist doch grad. Was glaubst denn du, was der sagt, wenn du ihm den Hund gefangen hast? Oh, mein Lieber, du hast recht. Ja. Der wird schauen, gell? Ja, ich wollte immer schon einen Großwildjäger spielen, gell? Du kannst natürlich aber einmal Wasser in die Grün schütten. Und dann wird der Boden so richtig schön schlammig. Und dann gräbt man die Füße. Ich meine, dann kriegt der Hund seine Pfoten immer so leicht hoch. Ja, das ist eine gute Idee von dir, das mache ich. Ja. So, gut. Und kein Wort zu meinem Vater. Na, kein Wort. Und morgen bringe ich ihm den Hund. Hans, gut, dass du da bist. Ich muss mit dir was bereden. Gell? Ja, aber was gibt's denn so Wichtiges? Setz dich mal kurz am Tisch rüber. Ja. Ich muss zuerst bei meiner Tochter noch ein paar Worte wechseln. Ja, wirst du meins, gell? Was? Ich bin wichtiger wie dein Gemeindearbeiter. Ach, Papa, du musst ja wirklich ernsthafte Probleme haben. Kathi, setz dich mal kurz her. Pass auf, du musst mir unbedingt was für die Zeitung aufsetzen. Das muss heute in unserer Redaktion, weil das muss morgen in der Früh in der Zeitung erscheinen, gell? Was denn aufsetzen? Ja, du weißt schon, das wegen den Erben. Ha, ich verstehe schon. Die Dame bei ihren Vorsitzenden soll's morgen früh lesen und auf die Knie angerutscht kommen. Denn ich soll bewusst werden, dass sie keinen Cent für einen Verein kriegen, wenn sie dem ganzen Dorf rum erzählen, dass du der beste Bürgermeister der Welt bist und dass zu dir keine Alternative gibt. Ja, so ungefähr, aber das darf man halt nicht so deutlich formulieren, weißt? Und du glaubst, dass du damit durchkommst? Ja, mit dem allein nicht, aber ich hab noch ein Ass im Ärmel. Aha. Und dann tust du mir noch einen gefallen. Nur einen? Pass auf, der Bernd, der darf heute zwischen 4 und 6 nicht am alten Bunker sein. Was hab jetzt ich damit zu tun? Ja, lenk halt ein bisschen ab, verstehst? Papa, was verlangst du da von mir? Ja, in diesen Zeiten müssen wir alle Opfer bringen. Oh, also das muss ich mir erst noch überlegen. Für was ich da jetzt machen muss, damit ich ihn von dort wegkriege. Wieso darf eigentlich der Bernd da nicht am Bunker sein? Ja, das erfasst auch morgen. Jetzt hoffe ich halt nur, dass die Anna Wittig den Herrn Bernd nicht heute Nacht besucht. Ach, um die Anna brauchst du keine Sorgen zu machen. Wieso? Hab dafür gesorgt, dass es heute Nacht nicht am Bunker auftaucht. Wie soll ich das verstehen? Das sag ich dir dann morgen. Hab halt auch meine kleinen Geheimnisse. So, dann werde ich mich jetzt einmal schriftstellerisch betätigen und dann auf in den Kampf. Ihr schafft halt nicht einmal die Sauferei auf jetzt. Wozu so eine trockene Luft habt's da herin? Jetzt gibt's keinen Schnaps mehr. Hans, pass auf. Du musst heute Nacht 100%ig fit sein.
Ja, bin ich. Du brauchst einen klaren Kopf. Ja, hab ich. Und du musst absolut schwindelfrei sein. Schwindelfrei? Ja. Augenzwick, da wird's was haben. Heute schon alle früher? Ja, bin ja schon da. Grüß Gott, mein Name ist Rehbein. Ich bin Sachbearbeiterin für Grunderwerbsangelegenheiten. Aha. Und was wollen Sie bei uns? Ja, hat Ihr Mann noch nicht mit Ihnen gesprochen? Über was soll er mit mir sprechen sein? Nein, also über... Jetzt nehmen Sie erst einmal Platz. Ja. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Ja, gern, danke. Ja, also, über was hält jetzt mein Mann mit mir sprechen sollen? Na, über den Abriss. Ach so, über den Abriss von der Hütten. Ah, Hütten ist gut. Ich sehe schon, Sie haben genauso viel Humor wie Ihr Mann. Als Haus kann man es ja wohl nicht bezeichnen. Na ja, jetzt wo Sie es selber sagen, muss ich Ihnen natürlich recht geben. In einer solchen Bruchbuden möchte ich auch nicht wohnen. Wohnen? Was haben Sie für Ideen? Die Bude ist ja gerade noch recht für verstreunende Hunde und Katzen. Ja, also, so schlimm ist doch jetzt auch wieder nicht. Ja, doch, doch, doch. Die Hälfte von den Dachziegeln ist schon durchgebrochen. Und am Speicher drum, da sind mehr Holzwürmer als mehr Holz. Tatsächlich? Ja. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber meine Schwiegermutter war es immer noch gut nur. Ja, ja. Die alten Leute sind halt nicht so anspruchsvoll, ne? Ja. Wie schaut's denn mit den sanitären Anlagen aus? Was für sanitäre Anlagen? Meinen Sie die Regenrinne? Allmächt. Ja. Ja, das sieht man ja dem Schuppen gar nicht an. Und die Stromverseuchung? Naja, so ein altes Stromaggregat war mal da, aber das ist mittlerweile auch kaputt. Also, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Haben Sie denn schon eine neue Bleibe? Ich meine, es steht ja nicht gerade alles leer. Okay, das alte Klump wird doch auch keiner haben. Ah, verstehe, kommt alles auf den Müll. Ich hoffe zumindest, dass mein Mann damit einverstanden ist. Der hängt ja so dem alten Zeug. Ja, wie die Männer halt so sind, ne? Ja, Sie sagen's, Frau Rehbein. Moment einmal. Jetzt geht mir ein Licht auf. Was meinen Sie jetzt? So hat sich Ihr Mann das also vorgestellt. Möchtet für diese Bruchbuden das große Geld kassieren? Dabei hat er schon so runterkommen lassen, dass er schon selber fast abreißen müsste. Ich verstehe nicht. Kein Wunder, dass er sofort mit allem einverstanden war und den Witzball gespielt hat. Aber nicht mit mir. Sagen Sie Ihrem Mann einen schönen Gruß. Er wird von mir und meinem Chef hören. Richten Sie ihm schon einmal aus, dass der Betrag auf alle Fälle um die Hälfte reduziert wird. So, und jetzt schaue ich mir mal diese Hütten auf der Wiesen da an. Wahrscheinlich ist mit der ja auch irgendwas nicht in Ordnung. Wiedersehen. Für ein wirres Zeug? Was hat's denn da mit der alten Hütte? Oh, oh, guten Morgen, Erika. Guten Morgen, Hans. Wo kommst du her? Ja,
Ja, weißt du, ich war mit dem Mann auf der Jagd. Bis jetzt? Ja, bis jetzt. Genau. Ja, und wo ist mein Mann? Hä? Ja, das ist gerade unter die Dusche, aber der kommt auch gleich, ja, ja. Oh. Seit wann ist man denn eigentlich nur auf der Jagd, wenn schon seit 2 Stunden die Sonne scheint? Hä? Wieso denn Sonne? Und mir wird's von Minuten zu Minuten dunkler. Oh. Jetzt trinkst du erst einmal eine Tasse Kaffee. Ja, danke, Erika. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und? War die Nacht erfolgreich? Ja, sie war erfolgreich. Ich hoffe ja bloß, dass unsere Nachbarin noch lebt. Die habe ich nicht gesehen. Was, wirklich nicht? Na, bloß ein Hund habe ich jaulen gehört. Und was ist mit dem Bären? Der? Ja, der ist zwar noch ein bisschen außer Atem, aber er lebt. Der ist halt solche Nächte nicht gewöhnt, gell? Mama, was denkst denn du von mir? ich zeig mir jetzt erst einmal was Sauberes an. Oh, du kannst dir ruhig so am Tisch hersitzen. Frag sie nur, was dein Vater dazu sagt. Der sagt bestimmt nichts. Aber ich zeig mich trotzdem um. Und dann muss ich unbedingt was essen. Ich hab so einen Hunger. Ich kann der ganze Schwein verdrucken. Du, Erika, kannst du bitte nur eine Tasse Kaffee haben? Bevor du jetzt noch einmal einen Kaffee kriegst, sagst du mir erst, wo du und mein Mann heute Nacht wart. Und erzähl mir ja nicht wieder, ihr wart auf der Jagd. Ich hab mir's anders überlegt. Ich mag doch keinen Kaffee mehr. Guten Morgen, Entschuldigung. Guten Morgen, Herr Vogel. Sind Sie von den Fledermäus angegriffen worden? Nein, das war... Eine heiße Nacht, meines, gell? Sehr viel heißer als von den Meteorologen prognostiziert. Und? War Ihre Forschungsarbeit erfolgreich? Das war sie. Ich bin auf völlig neue Erkenntnisse gestoßen. Aha. Die neuen Erkenntnisse haben mir ja scheinbar ganz schön zugesetzt, ha? Jetzt gehen Sie erst einmal in die Dusche und dann stärken Sie einen mit einem kräftigen Frühstück. Das ist eine gute Idee. Also ich habe einen Hunger, ich könnte ein ganzes Schwein verdrücken. Ja, hat der auch ein Loch kommen müssen. Ist der. Wo sind jetzt wir mit unserer Unterhaltung stehen geblieben? Ja, also wolltest mir gerade noch eine Tasse Kaffee einschenken. Ich glaube, du hast eine Gedächtnislücke. Bitte, Erika, zwing mich jetzt nicht dazu, dass ich dir irgendwas erzähle. Dein Mann wird dir alles sagen. Ja. Ich sehe schon, ich bin viel zu gutmütig. Oh, danke, Erika, danke. Hallo! Guten Morgen, mein Liebling. Guten Morgen. Oh. Was war jetzt das? Ein versuchter Kuss. Habe ich meinen Geburtstag vergessen? Aber Schatzelein, Hans, sei so gut, lass mich auf meinem Platz her sitzen. Ja. Herrschaftszeiten, ich habe einen Hunger. Ich kann dein ganzes Schwein verdrucken. Also, bei dem Hunger, den ihr heute alle habt, hätten wir unsere Schweinezucht doch behalten sollen. Aber Erika, entschuldige jetzt, wo ich einen Jagdschein hab. Und außerdem, ein Wulzau ist doch viel gesünder wie so ein Hausschwein. Mei, bis du einmal ein Wulzau schießt, dabei sind unsere Seien im Stall in 7. Generation an Altersschwäche gestorben. Von wegen. Heute Nacht war's bald so weit gewesen. Stimmt's, Hans? Hans! Ja. Was ist? Ich hab grad der Erika verzeiht, dass ich heute Nacht um ein Haar eine Wulzau geschossen hätt. Was für eine Sau? Ja, was für eine Sau? Die Sau, weißt du's doch. Ah, die Sau? Ja. Ach so, die Wulzau, ja. Die du heute Nacht beinahe geschossen hast. Ja, die meine ich. Oh. Ich hab ein Bix im Anschlag, die Sau fest im Visier. Auf einmal dreht sich der Wind, die blöde Sau wittert uns und haut ab. Troffel hättest das sowieso nicht. Oh, entschuldige, ich hab Augen wie ein Adler und ich bin treffsicher wie ein Shatterhand. Was auch immer du in der Hand gehabt hast, ein Gewehr war es jedenfalls nicht. Das hängt nämlich im Waffenschrank. Ja, jetzt wieder, Schatzelein, jetzt wieder. Ist doch klar, oder? Außerdem frage ich mich, wieso unser Auto die ganze Nacht vom Bunker zur Scheune von deiner Mutter gefahren ist, wenn du auf der Jagd warst. Du hast uns nachspioniert? Nachspioniert?
Das Pfeifen vom Keilriemen und der klapprige Auspuff sind seit Wochen nicht zum Überhören. Ist doch logisch, dass man da wach wird davon, oder? Aha. Und da hast du die ganze Nacht aus dem Fenster geschaut? Ja, fast. Kurz bevor dann die Sonne aufgegangen ist, habe ich endlich eingeschlafen. Dann hab ich Albträume gekriegt. Mir hat geträumt, dass andauernd irgendjemand die Treppen auf und ab geht und dass im Speicher drum eine Party gefeiert wird. Und von wegen träumt. Guten Morgen, Papa. Morgen. Kathi, was ist? Hat's geglaubt? Ja, ich bin gerade noch vorbeigegangen. Sie ist zahm. Der Hund ist zahm wie ein Lamm. Er riecht ein bisschen streng und gibt ein paar undeutliche Laute von sich. Aber er wird sich bestimmt ohne Probleme einfangen lassen. Den schauen wir uns gleich einmal an, gell? Was habt ihr denn jetzt mal miteinander? Mein Bürgermeister, du wirst schauen. Ich hab den streunenden Hund gefangen. Ja, was, Papa? Ich hab an Hans gebeten, dass er hinter unserem Nachbarhaus ein Loch grabt, um einen streunenden Hund zu fangen, der immer zwischen unserem Nachbarhaus und dem alten Bunker hin und her läuft. Seit wann läuft denn zwischen dem alten Bunker und dem Nachbarhaus ein streunender Hund hin und her? Kathi, du wärst doch nicht. Drum sind mir der Herr Vogel und die Anna heute Nacht wie abgesprochen nicht begegnet. Sag's mal, kann mich vielleicht jetzt auch mal irgendjemand aufklären? Ja. Moment. Jawohl. Leitner, erster Bürgermeister. Erster Bürgermeister? Wirklich? Das gibt's ja nicht. Ja, das ist ja schneller gegangen, wie ich gedacht hab. Ja, das muss man ja gleich anschauen. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Junger Freund, stellen Sie sich vor, Ihre gestrigen Überlegungen sind über Nacht Wirklichkeit geworden. Wie meinen Sie das? Ja, es haben sich Pippi Langstrümpfe in der Scheune von meiner Mutter angesiedelt. Ach, wie bitte? Ja. Was? Ja, Fledermäuse. Ja, was habe ich Ihnen gesagt? Ja. Das wundert mich gar nicht. Ja, jetzt können Sie aber Ihr Industriegebiet vergessen. Ja, das ist absolut ausgeschlossen. Ja, junger Mann, da schauen wir uns gleich mit eigenen Augen an. Na, Pippi Langstrümpfe in der alten Scheune von der Mutter. Es ist ja nicht möglich. Fledermäuse in der alten Scheune? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, oder? Und was hat der Bert jetzt gerade gemeint mit Ihr Industriegebiet können Sie vergessen? Ist doch logisch. Fledermäuse gehören zu den bedrohten Tierarten. Wo die sind, dürfen sie nicht verjagt werden. Und erst recht darf dort kein Industriegebiet gebaut werden. Ach so. Mhm. Du, dein Vater und der Hans sind halt die ganze Nacht mit dem Auto vom Bunker zur Scheune von deiner Oma gefahren. Kannst du dir da einen Reim drauf machen? Ja, wahrscheinlich haben der Papa und der Hans ein paar Fledermäuse in der Oma ihr alte Scheune umgesiedelt. Okay, das macht doch keinen Sinn. Dann hat er sich doch sein Industriegebiet selber verbaut. Ja, aber er darf sich der Stimmung im Dorf anpassen, ohne dass er dabei das Gesicht verliert. Wie meinst du denn das? Ist doch ganz einfach. Die Leute wollen das Industriegebiet nimmer. Und durch die Fledermäuse kann sich der Papa jetzt als der große Naturschützer aufspulen und ist auch gegen das Industriegebiet. Und dadurch steigt seine Chance, als Bürgermeister wiedergewählt zu werden. Ich mache schon auf. Aber da steckt sicher noch was anderes dahinter. So, das habe ich jetzt davon. Was habe ich wovon? An solche China. Hier wird überhaupt nichts mehr abgerissen. Ja, ich weiß schon, weil sie Fledermäuse in die Scheune von der Mutter angesiedelt haben, gell? Ich meine doch nicht die Scheune. Ich meine dieses Haus. Das verstehe ich nicht. Sie sind mir ja von der ganz raffinierten Sorten. Jetzt, wo abzusehen ist, dass kein Industriegebiet mehr gebaut wird, wollen Sie plötzlich vom Abriss dieses Hauses nichts mehr gewusst haben? Unser Haus? Abgerissen? Jetzt tun's doch nicht so. Erst wollen Sie für dieses marode Haus, in dem es weder Strom noch fließend Wasser gibt, das große Geld kassieren. Was? Und jetzt, wo kein Industriegebiet mehr gebaut wird, da spielen Sie die Ahnungslose? Da blacht Sie wohl das schlechte Gewissen. Ach, Moment einmal. Dieses Haus, das sollte abgerissen werden. Meinetwegen können es auch gerne auf der Abbiegespur zum Industriegebiet Wohner bleiben. Was für eine Abbiegespur? Wie dem auch sei, das Landratsamt jedenfalls wird dieses Haus nicht mehr kaufen. Ach,
Und darüber soll ich jetzt mal traurig sein. Meinetwegen können Sie darüber einen ganzen Eimer voll Tränen vergießen. Dann können Sie wenigstens Ihre vertrockneten Pflanzen da mal ein wenig Wasser geben. Danke für den Tipp. So, ich gehe jetzt. Und sagen Sie Ihrem Mann, dem Herrn Böchermaster, einen schönen Gruß von mir. Solche Sachen hat er vielleicht mit meinem Vorgänger, diesem Schmitz, machen können, aber nicht mit mir. Ich werde meine Dienststelle anweisen, in Zukunft ganz besonders auf die Vorkommnisse in dieser Gemeinde zu achten. Wiedersehen. Ja, und was war jetzt das? Die Frau Rehbein von der Grunderwerbstelle vom Landratsamt. Ach, jetzt gebt mir ein Licht auf. Wollt die wirklich unser Haus abreißen lassen? Das schaut ganz so aus. Dein Vater hat anscheinend übersehen, dass unser Haus auf der Zufahrt zum Industriegebiet steht. Männer! Ach, hört ihr das halt mir auf? Hoffentlich ist das kein Backenfahrer. Mein Sohn! Mein Sohn! Mein Freund! Wo ist mein geliebter Sohn? Seit wann hast denn du einen Sohn? In Verleugnis bist du schon seit 2 Jahren. Okay, also die kleinen Wutausbrüche so zwischendurch, die darfst du doch nicht so ernst nehmen. Ach so. Ja, wo ist denn der Franz? Der beste Freund von meinem Vater und von mir. Wo ist er denn? Seit wann ist denn der Franz auch dein bester Freund? Aber Erika, das war er doch schon immer. Mein Gott, und kleine Meinungsverschiedenheiten, mei, gehört doch zu einer Freundschaft mit dazu. So nennt man das, wenn man sich gegenseitig an die Gurgel geht. Ja, was Fledermaus soll es gut sein, gell? Mama, das liegt sich ja nicht nur an die Fledermaus. Ja, hast denn du noch nichts von dem großen Erbe gehört? Mhm. Was denn für ein Erbe? Ja, hat denn der Mann noch nicht geredet mit dir? Bis jetzt noch nicht. Ja, und liest du vielleicht auch keine Zeitung? Ist nicht notwendig. Die Vorkommnisse sind im Haus nämlich viel interessanter. So, dann liest doch einmal. Ich glaub's nicht. Ein verstorbener Urlauber hinterlässt unserer Gemeinde 1 Million Euro. Ja, genau. 1 Million Euro. Und der Bürgermeister ist dazu berechtigt, das Geld an die jeweiligen Vereine zu verteilen. So ist es. So viel Glück kann auch nur dein Vater haben. Du sagst doch immer, die dümmsten Politiker haben das größte Massel. Ja. Also, ja, wo ist denn jetzt mein Sohn? Ja, der kommt schon wieder. Der besucht gerade deine Scheune. Ah, tatsächlich? Na, also, du wirst doch über den hiesigen Buschfunk bestimmt schon von den Fledermäus gehört haben. Nicht nur gehört. Ich hab sogar als eine der ersten angeschaut. So. Und? Hast dann die Miete schon festgesetzt? Jetzt einmal langsam. Du redst über Tiere, die unter Naturschutz stehen. Okay. Und wir waren dann das noch vor 2 Wochen. Hoffentlich bleiben die Viecher in den Bunker und fahren nicht über die Scheune her. Ja, mei, da hab ich's ja noch nicht gewusst, dass die für den Erhalt meiner Scheune so wichtig sind. Ach, ja, ja. Es ist schon komisch, gell? Häuser abreißen ist heutzutage einfacher, als wir Fledermäuse loswerden. Ja, da hast du recht. Ja. Gott sei Dank ist dein Vater noch rechtzeitig draufgekommen. Was wollt ihr überhaupt von meinem Mann? Sicher für eure Vereine so viel Geld wie möglich rausschenken, oder? Aber Erika, wie kommst denn da drauf? Also, an sowas haben wir ja nie gedacht. Stimmt's, Josef? Na, nie. Okay. Na, wir freuen uns doch nur für alle Vereine. Und wollen den Mann nur beglückwünschen? Ja, dass er jetzt in einer solchen Situation ist, in der er was für die örtlichen Vereine tun kann. Ja? Ja, wir wollen doch den Mann nicht beeinflussen. Na, nie. Na, er soll jedem Verein die Summe auszahlen, die er für richtig hält. Mhm. Aha. Und was ihr für richtig hält, das wollt ihr jetzt vorerst einmal erzählen. Ein Traum! Ein Traum! Ein Traum ist wahr geworden! Tja, ich bin halt eine Wucht. Die Fledermäuse haben eine zweite Kolonie gegründet. Oh, jetzt redet er wieder nur über seine blöden Fledermäuse. Und ich habe es nicht einmal gemerkt. Oh,
Franzi, Ärmster, wo waren Sie denn in dem entscheidenden Moment? Ich war irgendwie anderweitig beschäftigt. So, anderweitig beschäftigt. Mama, bitte. Naja, aber vielleicht finde ich ja irgendwann heraus, warum die Fledermäuse umgesiedelt sind. Ja. Keine Angst. Ich glaube, ich kann Ihnen dabei behilflich sein. Tatsächlich? Ich wusste ja gar nicht, dass Sie sich mit Fledermäusen auskennen. Tue ich auch nicht. Aber mit örtlichen Nachtschwärmer kenne ich mich aus. Na, da schau her. Die Geier wittern schon die Beute. Mein Sohn! Mein geliebter Sohn! Wie geht's dir denn? Mein Sohn, mein geliebter Sohn, wie geht's dir denn? Oh. Das war doch noch viel selber wurscht, wie es mir geht, oder? Aber Franz, du wärst mir doch das bisschen Ärger von den letzten Tagen nicht nachgetrunken. Sag mir, Mutter, wärst du langsam vergesslich oder verwechselst du Tage mit Jahren? Franz, mein lieber Franzi, ich gratuliere dir zum Erbe für deine Gemeinde. Danke dir, aber die Glückwünsche muss ich leider zurückgeben, weil es erbt doch nicht die Gemeinde, sondern die gemeinnützigen Vereine der Gemeinde. Tatsächlich? Ja. Du, so genau habe ich jetzt den Artikel gar nicht gelesen. Ah, nicht? Dann lesen doch einmal ganz genau. Ja, wenn das so ist, dann können wir ja vielleicht doch noch auf einen Zuschuss für die Bezahlung von unserem neuen Dirigenten hoffen. Moment. Die neuen Instrumente, die sind einmal viel wichtiger. Was sind die? Ich werde dir einmal was sagen. Eure alten Instrumente tanz ganz genau so. Ihr habt hier nur niemand, der spielen kann. So, und zu was braucht ihr einen neuen Dirigenten? Ne? Der läuft ja doch gleich wieder davon, weil er von eurem Gekrähe einen Hörsturz kriegt. Ein Hörsturz, ja? Den kriegt man nur dann, wenn euer Trötearmee bei irgendwelchen Umzug wieder einmal durchs Dorf marschiert und morgen das Musik macht. Also, kein Wort mehr und setzen, gell? Hinsetzen, aber flott. Noch ein Wort. Und das ganze Geld kriegt der Turnverein. Was ist mit Turnverein? Was ist denn passiert? Wie schaust denn du aus? Das sieht's doch, wie er ausschaut. Ich wollte den Herrn Vogel suchen und der bei seinem Studium der Fledermaus behilflich sein. Behilflich sein? Dabei bin ich in eine Grube gefallen, die vor zwei Nächten noch nicht da war. Ja, was? Ja. Wer anderen eine Grube gräbt, der ist nicht arbeitslos. Ja, ich hab doch die Falle gebaut. Was? Ja, ich hab das Loch ausgeräumt, weil bei uns ein streunender Hund rumläuft. Bist denn du nicht noch dümmer? Ja, wieso denn? Ja, wegen dir bin ich doch in das Loch geflogen. Oh, also, dass wir Fledermäuse haben, das hab ich ja gewusst. Aber dass bei uns auch fliegende Hunde gibt, das ist mir neu. I'm going to go to the hospital.